Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ein netter Anfang, naja, einen Anfang hatten wir jetzt nicht gehabt, sondern ein netter Kampf, den wir jetzt am letzten Video hatten gegen Vulcan Raven, was eigentlich nicht direkt Vulcan Raven war, denn er hat ja selber nicht gekämpft, er war nur in diesen Panzern drinne. Und wir haben gegen seine Kumpanen, seine Soldaten gekämpft und sind dann jetzt hier eingedrungen in dieser kleinen Basis. Soweit so gut. Plan ist es erstmal, Hall Emmerich zu finden, der Chefingenieur von Metal Gear Solid oder von Metal Gear. Den müssen wir erstmal finden und haben hier noch einen kleinen Raum, den wir erstmal durchstreifen. Okay, da ist erstmal, also das sind auf jeden Fall ein paar Gegner plus eben ein Fahrstuhl. Dann haben wir hier noch eine Kamera, hinten ist noch eine Kamera. Okay, und ich sehe vorne links unten, also wenn man durchs Fenster guckt, dass man da was aufsammeln kann. Ich glaube, das werde ich auch tun. Drei Gegner plus zwei Kameras. Ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Na? Oh, ich glaube, ich kann es noch nicht öffnen. Weil, achso, nee, das Tor ist schon offen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt oder irgendwie den Gedanken, dass man das Tor erstmal aufmachen muss. Man muss man gar nicht. Okay. Wir gucken erstmal durch, damit wir auch freie Bahn haben. Ich möchte da nicht irgendwie in einen reinlaufen. Können wir uns natürlich ein bisschen umschauen. Meryl haben wir natürlich auch kennengelernt. Die Nichte des Colonels. Sie ist irgendwo in dem Bereich und ja, oh, jetzt geht die Frame Rate runter. Ja. Sie ist irgendwo in dem Bereich, versteckt sich und wir hoffen, dass sie nicht irgendwie entdeckt wird. Und ich hoffe selber auch, dass wir sie irgendwann mal treffen. Oh, ein Call. Was los? Ich glaube, ich werde mal. Kann man rein? Nein. Ich werde mal den Sound ein bisschen runterschrauben und damit man die Figur ein bisschen besser hört. Ich werde gleich zurück sein. Also nicht verzagen, einfach warten. So Leute, da bin ich auch wieder. Und was soll ich sagen? Es geht nicht. Ich kann den Sound nicht ändern. Ja, ist schon scheiße. Was habe ich aufgenommen? Bullets. The Farmers. Alles klar. Wie gesagt, wir dürfen hier keine Waffen einsetzen. Wir haben zum Glück vor einiger Zeit den Karton aufgenommen. Das heißt, wir sind zum Teil sogar unsichtbar, wenn die Leute an uns vorbeilaufen. Oh. Doch nicht? Nee, sag ich doch. Sie sind zwar verwundert, aber solange wir uns nicht bewegen, dürfte eigentlich nichts passieren. Genauso wie die Kameras. Wenn sie in unser Blickfeld hineinfallen, dürften sie uns eigentlich nicht sehen. So, was haben wir hier? Alles klar. Aber ich wollte eigentlich das hier ausschalten, dass wir locker drumherum kommen. Mist, man kann es nicht automatisch einschalten. So. Hä? Nein. Die Box. Der dreht sich doch zu uns um. Okay. So, die Figur, die sehen wir natürlich oben rechts. Mehr kann ich auch erstmal in diesem Blick nicht tun. Jetzt aber. Mist. So, da läuft er lang. Ich wollte eigentlich gerne mal hier rein. Hinten lang wollte ich auch nochmal. So, vielleicht gibt es sogar was hier drin. Nein, gibt's nicht.
Aber hinten gibt's was. Okay, da gibt's auch nichts. Immer mal schon unter den Fahrzeugen gucken, da könnte es immer mal was geben. So, was haben wir hier? Die Farmers Bullets, die brauchen wir etwas später, glaube ich. Eigentlich braucht man keine Waffe so wirklich. Okay, da kommt der eine Typ auf uns zu, das können wir schnell beheben. Granaten haben wir aufgenommen. Hier sehen wir die... Ja, noch mal weitere Granaten. Ne, ich habe irgendwas anderes gerade aufgenommen. Okay, die Waffen darf ich nicht benutzen. So, komm. Farmers, Granaten, Minen, ja. C4, das haben wir schon mal gesehen. Das, glaube ich, brauche ich das nochmal? Landgranaten, na gut, um Gegner abzulenken. Dümpelgranaten, um die Kameras abzulenken. Aber soweit haben wir eigentlich alles. Hier sehen wir natürlich die Sprengköpfe. Oh, shit. Jetzt haben wir es. Der Boden ist natürlich laut und hat den Wachmann auf uns aufmerksam gemacht. Und schaut sich natürlich erstmal ein bisschen um, das was ich schon mal im zweiten Video also erwähnt habe. So, jetzt läuft er wieder in seine eigentliche Position. Mal gucken, ob er uns vorbeiläuft, denn ich möchte nicht, dass es nochmal passiert. Da läuft er. Die Kamera ist natürlich voll da. Ich werde natürlich mal wieder in die Box umschalten. Ich glaube, da sind wir... Oh nein, wir sind nicht langsamer. Ich habe gedacht, dass wir eventuell, wenn wir in der Box sind, etwas langsamer laufen. Weil man hat ja eigentlich nur das Digitalsteuerkreuz. Und da hat man einfach nur den Knopf, um zu laufen. Also langsamer oder schneller können wir nicht beeinflussen. Oh, okay. Oh oh. Ich hoffe, das wird nicht so schlimm enden, wie ich mir das gerade vorstelle. Nein, er geht wieder. Sehr gut. Ich glaube, da oben war ja nichts mehr. Jetzt müssen wir nur abwarten, bis er verschwindet. Unten läuft auch wieder der Gegner. Ja, das ist wie gesagt alles sehr gemächlich und ruhig. So soll das auch sein. Ein bisschen so die Gegner erforschen. Es gibt ja eigentlich nur noch, also wenig Spiele, die sowas machen. Das letzte, was ich gespielt habe, war The Last of Us und das war wirklich ein tolles Spiel. So, da bleibt er erstmal stehen. Ja. Das habe ich mir nämlich gedacht. So, es könnte natürlich sein, dass er wieder gleich doch, dass er zurückläuft. Aber den Fahrstuhl haben wir ja schon geholt. Der Typ wird an uns vorbeilaufen. Vielleicht wird er sich noch ein bisschen wundern. Ja. Wird sich nur die Kiste angucken, aber haut dann wieder auch schnell ab. Natürlich das gewohnte Bild, das Ausrufezeichen mit dem Fragezeichen auf dem Kopf. Aber das kennt man ja. Oder jeder kennt das, der Metal Gear Solid irgendwie mal, oder was mit Metal Gear Solid zu tun hatte. So, ich würde sagen, wir gehen in B1 und warten mal ab, was da so passiert. Ich bin mir jetzt auch unsicher. Sicherheitskarte 3 habe ich noch nicht. Okay. Ich sehe schon mal, hier ist einer. Die Toilette zu sein. Ja, es ist die Toilette. Da macht sich aber einer gerade gemütlich auf. Naja, er erleichtert sich gerade. So, dann haben wir die Frauentoilette. Da wird er wahrscheinlich. Oh, die ist natürlich zu. Schade. Oh. Da habe ich gerade jemanden gesehen. Der läuft doch gerade wegs in unsere Richtung. Da läuft er. Mist. Bleib doch mal in der Position. Danke. Und da verschwindet er. Im etwas doch größeren Raum. Verdammt, das ist ja doch die die Karte 3 habe ich nicht. Ich habe nur die Karte 2.
Dann muss ich doch wahrscheinlich zuerst in B2, also Etage B2. Und man guckt natürlich immer auf Toiletten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Egal in welchem Spiel, geht man auf die Toilette. Oh fuck. Geht man auf die Toilette und schaut nach, was es da gibt. Obwohl es meistens nichts zu finden ist. Nichts zu finden ist. Und weg. Er hat uns nicht gesehen. Er hat nicht mal mitbekommen, dass es da eine Kiste war. Gab. Okay, das war aber sowieso der andere. Na gut. Und in B2. Paul Emmerich. Den suchen wir. Ja. Hier ist auf jeden Fall etwas, was wir aufsammeln können. Hier können wir auch nicht rein. Nun gut. Moment mal. Wenn was... Dr. Emmerich ist wahrscheinlich im Nordosten des Stockwerks in seinem Labor gefangen. Sie haben den Bereich mit Gas geflutet, um eine Flucht zu verhindern. Dort sollte aber auch eine Gasmaske sein. Damit kommen sie bestimmt leicht durch. Eine Gasmaske. Ich habe keine aufgenommen. Noch nicht. Aber hier komme ich ja sowieso noch nicht rein. Verdammt, ich komme gerade nicht drauf, wo wir hin sollen. Scheiße. Aber ich habe doch nur die beiden Bereiche. Ah, ich gehe nochmal in B1. Vielleicht habe ich doch da irgendwas übersehen. Da ging doch auch noch ein Gang durch oder lang. Vielleicht kann ich ja da noch ein bisschen was reißen. Okay, da ist eigentlich nur 6. Kann ich auch nicht viel machen. Oh. Ja. Stimmt ja. Ich habe ja Bereich 3 schon erhalten. Karte 3 schon erhalten. Das ist meine Schuld. Sorry. Das wollte ich nicht. So, dann können wir uns hier natürlich umschauen. Stun-Granaten. Da hinten sehe ich auch schon die Tür 4. Ja. Da kommt auch schon der nächste, der auf der Toilette war. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht recht täusche, geht ja der andere auch nochmal auf Toilette. Das heißt, wir können uns locker da umschauen. Nur wann geht er auf Klo? Das ist die Frage. Wir verharren weiter. So, jetzt dürfte eigentlich unsere Chance sein. Yeah! Nikita Launcher? Nikita? Geil. Nikita sind da die ferngesteuerten Raketen. 4. Ah. Oh. Vorsicht. Das noch einmal 6 und noch einmal 4. Die Soko-Muni, die nehme ich natürlich noch mit. Alles klar. ja, hier kann ich eigentlich nicht mehr weiter was tun, weil ich da waren ja nur zwei Bereiche. Einmal der, einmal die Tür und einmal da, wo die Nikita war. Und dann gab es ja noch... Verdammt. Dann gab es ja noch einmal im B2 eine Tür mit Sicherheitsstufe 3. Die Sonne strahlt mir gerade voll ins Gesicht. Ah, Moment.
So, muss man kurz den Vorhang vormachen. So, jetzt geht's wieder locker, flockig weiter. So. Und los geht's. Ja, so wie gesagt, hier ist nochmal was zum Aufsammeln. Aber da steht noch Danger. High Voltage. Okay. Jetzt wird uns nur gezeigt, dass der Boden elektrisiert ist. Okay. Deswegen wahrscheinlich auch die Nikita, damit wir den Scheiß da ausschießen können. Allerdings verliere ich auch ein bisschen CO2. Snake, Vorsicht! Der Raum ist mit Gas gefüllt und der Boden ist elektrisch geladen. Sie müssen den Hochspannungsschalter zerstören an der nordwestlichen Wand. Aber wie? Ich komme nicht hin. Benutzen Sie eine ferngesteuerte Rakete. Nutzen Sie eine ferngesteuerte Rakete? Ja, kann ich machen. Verdammt, aber wo ist denn... die Gasmaske. Verdammt. Okay, wie gesagt, wir wissen jetzt, dass wir die Nikitas brauchen, um um diesen Generator zu zerstören. Jo, ganz klar, machen wir doch locker mit links. Deswegen habe ich ja die Nikita schon aufgesammelt. Aber ich habe die Gasmaske nicht. Ich habe echt keine Ahnung, wo die Gasmaske ist. So. Lass mich mal nachschauen. Okay. Wow. Kommt mir ein bisschen gerade zu nah. Nummer 4, Nummer 3. So viele verschiedene und dennoch. Okay, da kommen jetzt alle beide. Ja, aber dennoch, irgendwo muss doch die Gasmaske sein. Verdammt, okay, ich muss nochmal Meryl kontaktieren. Tut mir leid, dass ich das nicht richtig gehört habe. Deep Throat? Nein, ich kenne keinen, der sich so nennt. Aha. Warum hilft er Ihnen wohl? Keine Ahnung. Eine Falle? Möglich. Aber momentan muss ich ihm wohl trauen. Okay, jetzt haben sie kurz über Deep Throat geredet. Na klar, jeden Moment, also alles kann man eigentlich besprechen. Dr. Emmerich sollte sich im Laborgebiet im zweiten Untergeschoss aufhalten. Ja, jetzt hat sie es wieder. Ah, verdammt. Jetzt müsste. Vielleicht kriege ich auch die Gasmaske erst ein bisschen später und ich muss zuerst mit der Nikita die Scheiße da ausschalten. Kann natürlich auch möglich sein. Bevor ich nämlich da durchkomme, dass ich die Gasmaske brauche, weil es dann zu stark gefährdet ist. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Gut, jetzt habe ich ein kurzes Gespräch nochmal geführt. Das ist natürlich eine Erweiterung zur Story. Und ein bisschen mehr über Deep Throat erfahren, der komischerweise ziemlich viel Insiderwissen hat und uns hilft, warum auch immer und warum... Weiß er so viel darüber und wieso hilft er uns? Ich glaube, das wird sich nochmal aufklären. So, B2. Die sind drin. Und ich versuch's mal. So, in die Ego-Perspektive gehen. So,
Okay, ich sehe noch nicht mal die Anzeige, wie lange ich noch mit dem Ding fliegen kann. Weil dieser komische Balken neben dem Zielkreuz ist eigentlich auch gleichzeitig die Tankanzeige. Aber gut, ich habe es dann trotzdem geschafft. Und sogar beim ersten Mal. Damals habe ich es noch nicht mal gewusst, dass man in die Ego-Perspektive gehen kann. Und habe das einfach mal so ausprobiert. Nee, ich komme leider noch nicht dadurch. Schade eigentlich. Was ist denn das eigentlich? Kann man das schon sehen? Nee. Auf jeden Fall ist der Generator zerstört. Und wir können hier leider nicht durch alle durch. Hohoho. Oh. Oh, die Sicherheitsstufe 3. Oh, 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 Gasmaske erhalten, okay. Okay, ich habe die Gasmaske gehalten. Damit kann ich länger im Gas rumrennen. Ist auch gut so. Das muss ich ja auch. So, okay. Erstmal wieder die O2-Anzeige steigern und dann die Maske aufsetzen. Somit bleibe ich, oder kann ich eben, wie gesagt, länger da drin rumrennen. Aber ich wollte erstmal hier hin. Und an denen vorbei, weil ich nämlich an die hinteren Teile rankommen möchte. So, hier einmal. Sehr viel C4 und Granaten. So, dann hier schön in Deckung gehen, weil oben sind natürlich wieder diese komischen Sicherheitskameras, die mir sehr, sehr gefährlich werden können. Okay, dann werden wir hier durch. Und können hier den Scheiß aufsammeln. Was ist das einmal? Chef Grenades. Ich muss erst mal gucken, was das genau ist. So, Dümpelgranaten. Blendgranaten. Minen. Ach, das sind einfach nur die Dinger hier. Die Dümpelgranaten. Ach, ich bin auch ein Idiot. Ja, ich bin ein Idiot. Dankeschön. Ich habe mich ganz sehr gefragt, hey, was ist das? Aber da steht's ja. Und somit werden die ausgeschaltet. Naja, wie gesagt, man kann so machen, dass man die überhaupt nicht verbraucht. Nikita. Dass man die gar nicht verbraucht. Oder eben... und sich durchschleicht. Oh. Naja, die halten nicht lange. Dass man die gar nicht verbraucht und sich durchschleicht. Oder man setzt sie ein, um eben schneller durchzukommen. Das ist jedem selbst überlassen. Wie gesagt, ich fand es immer ganz gut, dass man sich irgendwie so... durchkämpfen musste. Und somit hätten wir das auch geschafft. Hä? Was war das? Okay. Die dritte... die Level 3 Karte. Hieß eigentlich soweit nichts. Sieht aus, als wären sie zerschnitten worden. Wow, das ist aber auch ein krasser Gang. Alle tot? Ich
Okay, es war wieder der Ninja. Er hat wirklich alle in dem Raum getötet. Und jetzt müssen wir genau dahin, wo er auch hingegangen ist. Aber das war doch die Sicherheitskarte 4. Na gut.